Planetensodium. Willkommen im Wasserhaus Sammy. Bitte schalten Sie nun Ihre Mobiltelefone aus. Foto- und Filmaufnahmen sind erst nach dem Schlüsselhaus. Etwa 750.000 Kinder sind Binnenflüchtlinge.
Etwa 750.000 Kinder sind Binnenflüchtlinge. Fast 20.000 Kinder wurden nach Russland verschleppt. Mehr als 1.800 Kinder sind getötet oder verletzt worden. Kinder aus dem Gemeinschaftszentrum Kiew, geflohen vor dem Krieg, ihr Zuhause verloren, oft traumatisiert. Drei von vielen, Arthur, Ira und Mark, alle aus Cherson. Zwei Jahre lang lebten wir im besetzten Gebiet. Dann kamen wir hierher. Im Gemeinschaftszentrum Kiew spielen, lernen und essen die Kinder und Jugendlichen. Sie werden psychologisch und medizinisch betreut, erhalten eine Kunsttherapie und überwinden so langsam, was sie erlebt haben. Hier habe ich Freunde. Ich kann mit ihnen spazieren gehen. Und wir machen Ausflüge in den Zirkus oder ins Kino. In meinem Dorf saß ich immer zu Hause und konnte mit keinem sprechen. Da war keiner mehr. Hier gibt es immer einen zum Reden. Mein größter Wunsch ist es, die Schule mit guten Noten abzuschließen. Und dass dieser Krieg endlich aufhört. Es ist ein Vergnügen, sie wieder lachen zu sehen, wie sie Spaß haben, etwas gemeinsam machen. Die Dynamik ist großartig. Die Kinder verlassen das Zentrum mit einem Lächeln, mit Freudentränen. Solche Gemeinschaftszentren wie in Kiew sollen auch in weiteren Städten eröffnet werden. Die Operngala Rebuild Ukraine der Harald-Christ-Stiftung unterstützt den Wiederaufbau des Landes und die Finanzierung der Einrichtung für traumatisierte Kinder. Sie gehören zu den wichtigen Projekten der Hilfsorganisation We Are All Ukrainians. Krieg ist unmenschlich und voller Schrecken. Seit zwei Jahren wachsen die ukrainischen Kinder damit auf. Sie wollen das Leben entdecken, nicht den Tod. Sie brauchen Schutz und besondere Betreuung. Und die finden sie in den Community Center, die sie mit ihrer Spende ermöglichen. Danke für Ihre Hilfe. Danke für Ihre Unterstützung. Guten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Johann von Bülow und es ist mir eine große Freude, Sie heute hier im wunderschönen Konzerthaus am Gendarmenmarkt im Namen der Harald-Christ-Stiftung für Demokratie und Vielfalt zu einem wirklich ganz besonderen Abend begrüßen zu dürfen, einem Abend, der dem Wiederaufbau der Ukraine gewidmet ist. Wir sind sehr glücklich, dass die Deutsche Welle als unser Medienpartner der Operngala Rebuild Ukraine dieses Konzert nun live auf ihren YouTube-Kanälen DW Classical Music und DW Ukrainian streamen wird. Und auch die ARD-Mediathek übernimmt den Livestream der Deutschen Welle. In einer Zeit, in der Konflikte so sehr unser Leben, unsere oft täglichen Gespräche, die Medien, die wir konsumieren, beherrschen, ist es für uns Europäer wichtig, ein Krieg, der sich direkt vor der Haustür der EU, praktisch in Europa abspielt, nicht im Rauschen dessen untergehen zu lassen, was manche Kriegsmüdigkeit nennen. Das ist ein Begriff, von dem ich finde, der in unserer privilegierten Position hier geradezu absurd erscheint. Die Spenden, die heute und im Vorfeld dieser Gala eingeworben werden, kommen in ganz besonderer Weise der Initiative We Are All Ukrainians von Wladimir Klitschko, Tatjana Kiel und Dörte Krupa für den Aufbau von Gemeinschaftszentren für traumatisierte Kinder in der Ukraine zugute. Sie alle haben mit einem Kauf eines Tickets heute Abend bereits dazu beigetragen. Vielen Dank dafür. Die Ukraine, was wissen wir über dieses Land und seine 38 Millionen Einwohner, das nur 1.400 Kilometer von hier entfernt liegt?
Ein Land, das dank seiner strategisch wichtigen geografischen Lage und seines fruchtbaren Bodens schon immer ein historischer Kreuzungspunkt war. Skythen, Thraker, Griechen zogen hindurch. Im Laufe der Jahrhunderte wollten die Mongolen, die Osmanen, die polnisch-litauische Gemeinschaft und das Russische Reich sich Teile der heutigen Ukraine einverleiben. Die vielen Stränge, die unser europäisches Gewebe ausmachen, werden durch die Ukraine gewebt. Und so ist ihr kulturelles Erbe reich, lebendig und als Ergebnis ihrer turbulenten Geschichte unverwüstlich. Ein Weg, den Kampf dieser Nation um ihr Recht auf Selbstbestimmung im kollektiven Diskurs zu halten, könnte sein, die Geschichte, die sie erzählt und diese großartigen Talente, die sie hervorbringt, von denen sie heute Abend gleich ein paar erleben werden, und die Leidenschaften, die sie antreibt, zu feiern. Und so die Rolle der Ukraine in unserer gemeinsamen Tradition im Bewusstsein zu halten. All das tun wir heute Abend mit den großartigen Künstlern hier auf der Bühne. Heute Abend geht es um Musik, um Literatur und um die Magie der Oper und des Gesangs, aber auch um harte Realitäten und um Stimmen, die es verdienen, gehört zu werden. Stimmen, die manche zum Schweigen bringen wollen. So viel zur Theorie dieses Abends und zur Kunst. Aber damit ein Abend wie dieser Wirklichkeit werden kann, braucht es natürlich auch eine praktische Ebene. Begrüßen Sie daher mit mir den Mann, der dieses besondere Konzert mit seiner illustren Liste von Künstlern und Persönlichkeiten aus Politik und Journalismus, die Sie hier gleich erleben werden, erst möglich gemacht hat. Herzlich willkommen, Harald Christ. So, Ihnen verdanken wir alle, dass wir heute hier uns versammeln können. Das ist eine tolle Gelegenheit. Sie setzen sich seit Jahren mit Ihrer Stiftung für Demokratie und Menschenrechte für die Ukraine ein. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Abend wie den hier heute auf die Beine zu stellen? Also erstmal geht es nicht um mich heute Abend, sondern jeder und jeder Gast, der heute hier ist, trägt dazu bei, dass das ein erfolgreicher Abend wird. Und deswegen ist der Abend immer so gut, wie die Gäste es sind und wie sie sich beteiligen. Es geht um die Ukraine, es geht um Aufmerksamkeit für das Land, was überfallen worden ist von Russland, und es geht vor allem um einen großen Ausdruck von Solidarität. Ich selbst habe gemeinsam mit Freunden, die heute übrigens auch hier sein dürfen und hier sind, vor vielen, vielen Jahren nach der Tschernobyl-Katastrophe 1991 ein Verein gegründet, SOS 86 Kinder von Tschernobyl, und da ging es damals um ganz andere Themen: Reaktorunglück, strahlengeschädigte Familien und Kinder, Erholungsaufenthalte, Hilfsgütertransporte. Und ich will mich da auch gar nicht so mit fremden Federn schmücken. Diejenigen, die das über viele, viele Jahre unterstützt haben, wie schon gesagt, sind auch heute hier. Und als vor zwei Jahren der Überfall stattgefunden hat, war es für mich klar, es gibt ganz, ganz viele, die reden, in Zeitungen, im Fernsehen, und dann muss es auch Menschen geben, die etwas tun. Und ich bin dann eher fürs Machen. Das haben wir gemerkt. Ich überlasse Ihnen jetzt das Rednerpult, dann können Sie noch den Menschen danken, denen Sie danken wollen, und drei Worte an die richten, und wir sehen uns gleich wieder. Da wir alle ja eine Opernvorführung hören wollen, werde ich mich kurz fassen. Das verspreche ich Ihnen. Wir sind gespannt. Sehr geehrter Herr Dr. Johannes Hahn, Vertreter der Europäischen Kommission und Vertreter der Schirmherrin Ursula von der Leyen, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister von Berlin und Co-Schirmherr der Benefiz Operngala Rebuild Ukraine, Kai Wegener, ich begrüße seine Exzellenz, den Botschafter der Ukraine, Alexei Makayev. Sowie die Exzellenzen der Botschafterinnen und Botschafter aus Moldau, aus Slowenien, dem Kosovo, der Slowakischen Republik, Montenegro, der Tschechischen Republik, Albanien, Polen, Lettland, Estland, Malta, Schweden und den Vertreter der US-amerikanischen Botschaft. Herzlich willkommen.
Sehr geehrte Frau Manuela Schwesig, amtierende Bundesratspräsidentin und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, sehr geehrte Bundestagsvizepräsidentin Frau Katrin Göring-Eckardt, sehr geehrte Frau Bauministerin für Wohnen, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Clara Geiwitz, herzlich willkommen Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, sehr geehrte Frau Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth, sehr geehrter Herr Bundespräsident AD Joachim Gauck, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich begrüße zudem alle Staatsminister und Ministerinnen, Staatssekretäre und Staatssekretärinnen aus Bund und Ländern sowie die Abgeordneten des Bundestages. Heute hier einen ganz besonderen lieben Gruß an Dorothee Bär, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion und Staatsministerin AD. Dorothee Bär hat heute Geburtstag. Von Herzen zu deinem Ehrentag, liebe Dorothee, alles Gute. Ich habe dir versprochen, 1500 Gäste applaudieren dir heute Abend. Ja, sehr geehrte Vertreter der Landesparlamente, des Berliner Senats und der Religionsgemeinschaften, dem Bundesvorsitzenden der Partei Die Grünen, Omid Noripur, herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, liebe Kuratoriumsmitglieder, Kultur- und Medienschaffende, Chefredakteure und Intendanten, liebe Frau Iris Berben, und ein herzliches Willkommen an eine Frau, die ich ebenso besonders schätze, liebe Frau Friede Springer. Schön, dass Sie da sind. Danke für Ihre Unterstützung. Stellvertretend für die zahlreichen Führungskräfte der deutschen Wirtschaft und des Mittelstandes begrüße ich hier auch ausdrücklich Herrn Gerd Schanowski, den persönlich haftenden Gesellschafter der Schwarzgruppe und der heute mit allen seinen CEOs angereist ist, von Lidl, von Kaufland, von Prisiro, von Schwarzproduktion, von Schwarzdigits und Schwarzdienstleistung. Und lieber Herr Schanowski, ich weiß, Sie unterstützen mit Ihrer Unternehmensgruppe die Ukraine seit vielen Jahren. Sie unterstützen insbesondere auch diese Veranstaltung. Vielen, vielen Dank als Vertreter der Wirtschaft. Ein großes Willkommen auch an die Sponsorinnen und Sponsoren, Spenderinnen und Spender, Gäste, Kartenkäuferinnen und Kartenkäufer und vor allem alle Unterstützerinnen und Freunde der Ukraine, die heute anwesend sind. Ein herzliches warm Willkommen. And last but not least, aus meiner rheinland-pfälzischen Heimat begrüße ich stellvertretend für alle Eingereisten aus Rheinland-Pfalz die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, ehemalige SPD-Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende und Bundesministerin AD, Frau Andrea Nahles. Andrea, schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie heute zur Benefit-Obern-Gala Rebuild Ukraine gekommen sind. Und heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, denn vor vielen Monaten kam die Idee auf, dass wir etwas tun müssen, dass wir mehr tun müssen, dass wir den Krieg in der Ukraine nicht einfach als eine von vielen Meldungen in den Zeitungen einfach so überblättern dürfen. Denn dieser noch immer andauernde Krieg mitten in Europa, ausgelöst durch den barbarischen Angriff Russlands, geht uns alle an. Deswegen habe ich mit meiner Stiftung für Demokratie und Vielfalt diese Benefit-Obern-Gala ins Leben gerufen. Zum einen, weil wir Spenden für den Wiederaufbau sammeln wollen. Zum anderen, weil wir das Leid der vielen Menschen nicht vergessen dürfen und wir die Ukraine auch wieder mehr in der öffentlichen Wahrnehmung und in den Fokus nehmen würden. Und Sie tragen dazu, meine Damen und Herren, heute alle einen Beitrag. Dazu gehört aber ganz klar auch, dieser Abend ist keine Party. Dieser Abend soll nachdenklich stimmen und ein Zeichen setzen, denn wir stehen unverändert und beharrlich an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Applaus
Wir lassen euch nicht im Stich. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. So viele Menschen haben uns auf dieser Reise bis hierhin unterstützt. Dafür möchte ich mich bedanken. Ohne euch, sie, wäre dieser Abend so nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt den namhaften Künstlerinnen und Künstlern des heutigen Abends, dem Deutschen Sinfonieorchester und dem Chor. Weltklasse-Opernstars, die sich bereit erklärt haben, diesem besonderen Tag einen ganz besonderen Rahmen zu geben. Sie spielen ohne Gage, ein Zeichen ihrer Solidarität mit der Ukraine. Vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank dafür auch an das Konzerthaus, das diesen Abend möglich gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Applaus wert. Vielen, vielen Dank. Lassen Sie mich abschließend noch einen Satz sagen. Auch wenn dieser Abend der Ukraine gewidmet ist, die Nachrichten, die uns aus Nahost erreichen, ausgelöst durch den unmenschlichen Angriff der Hamas auf Israel, machen mir große Sorgen. Am heutigen Abend hier aus Berlin setzen Sie alle ein Zeichen der Solidarität. Wir stellen uns entschieden gegen Aggressoren, Diktatoren, Kriegsherren und Menschen, die unsere humanistischen Werte und unsere Demokratie bekämpfen wollen und in Frage stellen. Ich möchte diese Bühne nutzen, um auch ein klares Signal zu setzen, für unsere Freundinnen und Freunde in und aus der Ukraine, aber auch in Israel zu senden. Wir stehen an eurer Seite und wir verurteilen jede Gewalt und jede Aggression. Vielen Dank. Vielen Dank, Harald Christ. Unser nächster Redner ist jemand, der an vorderster Front der europäischen Bemühungen steht, die Zusammenarbeit mit der Ukraine zu verstärken und sie mit entscheidender finanzieller Unterstützung zu versorgen. Als EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung, er vertritt in dieser Funktion heute hier die Präsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, die die Schirmherrschaft für unsere Veranstaltung übernommen hat. Herzlich willkommen, Dr. Johannes Hahn. Vielen herzlichen Dank. Ich darf Sie pauschal Exzellenzen der Solidarität, als Exzellenzen der Solidarität begrüßen. Meine Mitarbeiter haben mir feinsäuberlich aufgeschrieben, was die Europäische Union alles für die Ukraine getan hat und in Zukunft tun wird. Wir wissen, es ist viel, aber es kann nie genug sein. Und es betrifft auch die Mitgliedstaaten. Aber der heutige Abend hat eine andere Zielsetzung. Und ich möchte Sie, Herr Christ, ganz besonders, Ihnen ganz besonders danken und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese Initiative und nicht nur für die Initiative des heutigen Abends, sondern das, was Sie seit Jahrzehnten für die Ukraine machen und dass Sie auch heute einen ganz wesentlichen Beitrag, und Sie haben das gerade ausgeführt, dazu leisten, dass die Ukraine und das, was in der Ukraine zu tun ist, dass das weiterhin ganz oben auf unserer öffentlichen Agenda bleibt. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, auch im Namen unserer Kommissionspräsidenten, Ihnen allen, ganz Deutschland, der Zivilgesellschaft zu danken, dafür, wie Sie in den letzten Jahren in Deutschland 1 Million und in ganz Europa fast 4 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, beherbergt und zu Freunden gemacht haben. Das ist eine großartige Leistung, auf die wir Europäerinnen und Europäer stolz sein dürfen, die aber auch zeigen, was notwendig ist, die aber auch belegen, wie solidarisch und letztlich mitfühlend wir sein können. Ich
Ich bin Ihnen also wirklich sehr, sehr dankbar, Herr Christ, für diese Initiative. Es ist auch schön, dass heute zwei Journalisten geehrt, Journalistinnen geehrt werden, die auch dazu beitragen, dass die Ukraine und das, was dort tagtäglich passiert an Tragödien, dass das im Bewusstsein von uns bleibt, damit tatsächlich das, was wir immer wieder erklären, auch Realität bleibt. Der Ukraine zu helfen, für jeden Preis, um jeden Preis, es koste es, was es wolle, im guten Sinn des Wortes, weil Sie haben vollkommen recht. Es geht darum, dass die Ukraine siegt, dass die territoriale Integrität hergestellt wird und dass vor allem die Menschen in der Ukraine in Frieden leben können und hoffentlich viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Ich glaube, das ist eine ganz noble Aufgabe und dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. Herzlichen Dank, Johannes Hahn. Ich finde, es passt ganz wunderbar, dass wir diesen Abend hier in Berlin feiern, einer Stadt, die auch einmal in besonderer Weise auf die Aufmerksamkeit der Welt angewiesen war und einer Stadt, die lange Zeit von ihrer schmerzhaften Teilung geprägt war. Mit seinen berühmten Worten, ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt, die er 1948 vor dem Berliner Reichstag sprach, hat Ernst Reuter als damaliger Oberbürgermeister die Welt um Hilfe gebeten, als die Sowjetunion versucht hat, West-Berlin durch eine Blockade von den westlichen Besatzungszonen abzuschneiden. Dieses Erbe Berlins als Symbol der Freiheit ist für uns heute eine Erinnerung. Und mein Stichwort, um Kai Wegner, unseren regierenden Bürgermeister, zu begrüßen. Bitte heißen Sie ihn herzlich willkommen. Exzellenz, lieber Herr Botschafter, lieber Herr Makejew, lieber Harald Christ, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Und in diesen Tagen schauen wir nach Kiew, meine Damen und Herren. Und als regierender Bürgermeister der Stadt Berlin, als regierender Bürgermeister, ja, der Stadt der Freiheit, weiß ich, es mag manchmal länger dauern, aber am Ende siegt die Freiheit. Und meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, lieber Herr Botschafter, dass am Ende Freiheit, Demokratie stärker sind als der brutale Angriff von Putins Russland. Und genau deswegen stehen wir an Ihrer Seite. Meine Damen und Herren, lieber Harald Christ, vielleicht darf ich das sagen. Es ist beeindruckend, was Sie auf die Beine gestellt haben. Und man spürt es, auch als Sie hier gerade vorne standen. Wenn man ans Gelingen glaubt, dann kann man viel bewegen. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, es war der 14. Januar diesen Jahres. Da saßen Sie bei mir im Roten Rathaus und erzählten mir von dieser Idee und fragt mich, ob ich Co-Schirmherr werden möchte. Ich habe nicht lange gezögert, meine Damen und Herren, und ich habe selbstverständlich Ja gesagt. Der zweite Satz war, lieber Herr Christ, wissen Sie, wie groß dieses Haus ist? Wissen Sie, wie viele Menschen hier reinpassen? Und ja, lieber Herr Christ, ich gebe zu, ich hätte nicht geglaubt, dass Sie das schaffen. Aber Sie haben mir vor einigen Wochen, wo ich bei Ihnen war, gesagt, lieber Herr Wegner, ich kann vermelden, wir sind ausverkauft. Lieber Herr Christ, herzlichen Dank für all Ihr Engagement, nicht nur heute, sondern was Sie tagtäglich für viele Menschen in unserer Stadt, in unserem Land und jetzt gerade aktuell in der Ukraine tun. Vielen, vielen Dank, Sie sind Vorbild für viele. Dankeschön. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir heute noch
einen weiteren Punkt zu sagen. Heute war ein wichtiger Tag meiner Amtszeit. Wir haben heute in Berlin verwundete Soldaten aus der Ukraine in Empfang genommen. Vitali Klitschko hat sie gestern aus Kiew verabschiedet und ich als regierender Bürgermeister habe sie heute in Berlin in Empfang genommen. Es waren Männer, die seit einigen Monaten, anderthalb Jahre an der Front waren, die mir geschildert haben, wie die Lage dort vor Ort ist, was sie tagtäglich erleben. Und es waren Männer, die in einem Bus saßen, die keine Beine mehr hatten, verlorene Gliedmaßen, wo du die wahre Grausamkeit dieses Krieges anhand von menschlichen Schicksalen gesehen hast. Und Sie wissen, dass Berlin seit dem 14. September eine weitere Partnerstadt hat. Wir haben eine Partnerstadt mit der Stadt Kiew. Und ich möchte nicht, dass diese Partnerschaft nur mit Worten gelebt wird, sondern sehr konkret. Und deswegen haben wir diese verwundeten Soldaten heute aufgenommen. Es werden 60 an der Zahl sein, die wir hier vor Ort versorgen. Wir werden dafür sorgen, dass diese Menschen wieder mobil sein werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden aber auch Ärztinnen und Ärzte ausbilden. Wir werden helfen, wie man Prothesen ansetzt. Und wir wollen im Herbst diesen Jahres noch ein Prothesenzentrum Berlin-Kiew in Kiew eröffnen. Meine Damen und Herren, das ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist gelebte Städtepartnerschaft. Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, egal wie lange dieser beeindruckende, aufopferungsvollere Kampf dauert, für Freiheit, Demokratie und für die kulturelle Identität der Ukraine. Wir stehen an Ihrer Seite. Wir sind verpflichtet, lieber Herr Makeyev, Sie zu unterstützen, denn Sie kämpfen nicht nur für Ihre Freiheit. Sie kämpfen für unsere gemeinsamen Werte. Sie kämpfen für unsere gemeinsame Art des Lebens. Sie kämpfen für ein starkes Europa. Und dafür herzlichen Dank, dass Sie das auch für uns tun. Denn es geht auch um unsere Freiheit, meine Damen und Herren, die derzeit in der Ukraine verteidigt wird. Herr Christ hat zu Recht gesagt, heute ist kein Tag zum Feiern, sondern zum Nachdenken. Und trotzdem werden wir uns jetzt an der Musik freuen. Musik verbindet. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich mit der Musik auseinandersetzen würden. Vielleicht würde es denn weniger Aggressionen, weniger Kriege in dieser Welt, auf dieser Welt geben. Und lassen Sie uns jetzt diesen Abend gemeinsam erleben. Und lassen Sie uns dann gemeinsam nicht nur die Herzen und die Ohren öffnen, sondern vielleicht auch das ein oder andere Portemonnaie. Denn es geht um den Wiederaufbau der Ukraine. Es geht aber auch um Kinder. Wir haben es gerade gesehen, die traumatisiert sind, deren Kindheit in wichtigen Zeiten ihrer Kindheit genommen wird. Und ich glaube, diesen Kindern zu helfen, diese Kinder zu unterstützen, um ihnen ein bisschen Freude zu geben, um das Lachen zurück in die Gesichter dieser Kinder zu holen, da sollten wir alle gemeinsam einen Beitrag leisten. Und den größten Beitrag, lieber Herr Christ, den haben Sie geleistet, dass wir hier heute alle zusammenkommen. Nochmal herzlichen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank, Kai Wegner. So, jetzt beginnt aber der Teil des Abends, dessen wegen wir uns hier schließlich in einem Konzertsaal versammelt haben. Ja? Freuen Sie sich auf eine Reihe herausragender Künstler, die heute Abend mit der Musik Verdis und Puccinis von Mozart und Jacques Offenbach, aber auch berühmter ukrainischer Komponisten wie Mykola Lysenko und Miroslav Skorik ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen wollen. Alle Künstler treten heute Abend ohne Gage auf, weil es ihnen ein persönliches Anliegen ist, die Ukraine zu unterstützen. Vielleicht noch ein paar Worte zu unserem musikalischen Programm, das wirklich vielfältig ist, durchdrungen vom Realismus und der Brillanz Verdis, einem der größten Opernkomponisten, der seine Figuren aus dem Reich der Fantasie in die reale Welt transportierte. Ein Liberaler, ja, auch eine Art Revolutionär, der oft mit der Zensur seiner Zeit in Konflikt geriet und
dessen Opern zu kraftvollen Vehikeln für seine politischen Überzeugungen wurden. Er wird auch der Shakespeare der Oper genannt, ein Meister der Innovation, dessen Anziehungskraft bis heute ungebrochen ist. Wir beginnen jetzt mit der Ouvertüre aus seiner Oper Die Macht des Schicksals. Und gleich darauf singen Stephen Costello und André Kümatsch ein Duett aus Verdis Don Carlo, in welchem sich Carlos und Posa kraftvoll ewige Treue gegen das tyrannische Regime König Philipps schwören. Von Tyrannen wird heute Abend hier noch mehr zu hören sein. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, wenn ich nun nicht jedes einzelne Stück mit allen Details vorab ankündige. Ich bin sicher, selbst wenn Ihnen die ein oder andere Melodie bekannt vorkommen sollte und Sie sich ärgern, dass ich Ihnen den Titel bisher vorenthalten habe, der Ihnen schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt, werden Sie mir im Laufe des Abends dankbar sein, dass ich der Musik mehr Raum einräume als meinen Erläuterungen. Dieses Prozedere trägt unter anderem auch dazu bei, dass diejenigen unter Ihnen, die sich für morgen noch etwas vorgenommen haben, wenigstens noch mit ein paar Stunden Nachtruhe rechnen dürfen. Und wer es ganz genau wissen möchte, der guckt einfach zwischendurch immer wieder in sein Programmheft. Aufmerksamen Lesern dieses Programmheftes wird es im Laufe des Abends allerdings auffallen, dass eine Position im Programm leider entfallen muss. Rolando Villazón musste seine beiden Auftritte aus gesundheitlichen Gründen leider kurzfristig absagen. Jetzt aber ist es an der Zeit, die Bühne dem Deutschen Symphonieorchester zu überlassen. Bitte begrüßen Sie die Musiker mit einem ganz herzlichen Applaus. Das DSO, meine Damen und Herren. Und das DSO steht heute Abend unter der Leitung einer Frau, die den Anstoß zur Gründung des Ukrainian Freedom Orchestras gegeben hat, einer Kanadierin mit ukrainischen Wurzeln, der wunderbaren Carolyn Wilson. Thank you.
Contessa, l'infante, o mio Arrigo, Altezza, se tu che sei sera, o mia Prince, signor. Sospiri, hai triste al cor, Carlo mio, con me divini, il tuo pianto, il tuo dolor. Io sono tu, il mio fratello, il mio fedele, lascia che venga in cielo. Elisabetta, tua madre, giusto ciel. Qual pallor lo sguardo chini al suo, tristo me, tu stesso, tu stesso, mio rego campanico. Io che posso giurar, tu soffri, già per me l'universo di sforza. Questo arcano del re non fu sorpreso ancora. Oggi è dunque da lui di partire per la Fiandra. Pace il tuo cuore degna di te, o profanai. Apprendiolai in mezzo gente pressa di venir un re. Ti seguirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asil s'apron già, qui verranno Filippo e la regina. Elisabetta! Rinfranca accanto a me lo spirito che vagilla, serena ancora la stella tua nei cieli brilla. Domanda il ciel dei forti la virtù. In fondo,
Sie hörten die in Kharkiv geborene ukrainische Mezzosopranistin Nicole Tschirka, von der ich Ihnen später noch ein bisschen mehr erzählen darf, mit dem ukrainischen Lied Melodia von Miroslav Skorik. Und davor die georgische Sopranistin Nino Majaitze mit einer Arie von Alfredo Catalani. Herzlichen Dank an die Musiker. Und unser nächstes musikalisches Intermezzo führt uns zurück zu Verdi. Bitte begrüßen Sie die gefeierte südafrikanische Sopranistin Pretty Yende. Sie singt Estrano aus La Traviata. Und direkt danach folgt die ukrainisch-deutsche Violinistin Diana Tischenko. Und sie spielt die berühmte Meditation, das Zwischenspiel für Violine und Orchester aus Jules Massenets Oper Thais. Jetzt aber erst Pretty Yende. Thank you.
Thank you.
Andrej Kimač, meine Damen und Herren, sang die berühmte Arie des Ostap aus Taras Bulba, einer historischen Oper des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko, die auf einer Novelle von Nikolai Gogol basiert, der ebenfalls ukrainischer Herkunft ist. Es ist die Geschichte eines Kosaken, der herausfindet, dass sein Sohn sein Volk verraten hat. Und Lysenko gilt übrigens als Begründer der ukrainischen Oper.
Und als Tschaikowski damals das Werk in Moskau uraufführen wollte, bestand Lysenko darauf, dass Taras Bulba ausschließlich auf Ukrainisch gesungen wird, was aufgrund des Verbots von Produktionen in ukrainischer Sprache durch das zaristische Regime damals dazu geführt hat, dass das Werk zu seinen Lebzeiten nie aufgeführt wurde. Und jetzt machen wir aber weiter mit Barockmusik und hören als erstes etwas ganz Besonderes, Sie werden überrascht sein, den venezolanischen männlichen Sopranisten, das gibt es, Samuel Marinho, mit einer Arie von Georg Friedrich Händel aus Julius Caesar in Ägypten und dann erneut Stephen Costello mit einem Werk des italienischen Belcanto-Komponisten Gaetano Donizetti. Viel Vergnügen. Thank you.
Vielen Dank, Stephen Costello. So, und jetzt folgt, das gehört zu so einem Abend dazu, der berühmteste aller Opernchöre, der Chor der Gefangenen aus Verdis Nabucco. Der wird manchmal auch als die italienische Nationalhymne, inoffizielle Nationalhymne natürlich, bezeichnet. Ich habe übrigens mal gehört, dass in Italien bei diesem Stück, dass der Capo, also der Ruf nach einer Wiederholung, eine Art Lackmustest für jeden Dirigenten sei, der das Werk in der Heimat des Komponisten zur Aufführung bringt. Es gibt da sehr lustige YouTube-Videos, können Sie mal googeln, wie die Italiener das machen. Ich würde aber sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon ein bisschen über unsere Zeit sind und dass wir heute Abend noch ein paar weitere Stücke im Programm haben und auch noch gleich 3 Auszeichnungen verliehen werden sollen, würde ich Sie höflich bitten, Ihre italienische Begeisterung in diesem Fall eher zurückhaltend auszuüben. Vielen Dank. Es singt der Ukrainian Freedom Chorus unter der Leitung von Carrie Lynn Wilson. Die stehen schon da oben die ganze Zeit.
So, bravo. Jetzt habe ich die große Freude, ein, zwei Worte mit Maestra Wilson über die Gründung des Ukrainian Freedom Chorus und des Ukrainian Freedom Orchestras zu sprechen. Wir haben uns nicht genau abgesprochen, ob wir Deutsch oder Englisch sprechen. Wir werden so ein bisschen hin und her springen wahrscheinlich. Maestro Wilson, you are the founder of the renowned Ukrainian Freedom Orchestra that we had the pleasure to hear right now. You're Canadian and you're yourself from partly Ukrainian descent, right? And you have worked at all the great operas at the Met, at the Bayerische Staatsoper. How did it come that you already in the early month of the year 2022, when the war started, had the wish to counter Putin's aggression with music, with art? So firstly, very good evening. Schönen guten Abend, alles. Вітаю вас. Слава Україні! It gives me so much joy to be here to continue fighting for Ukraine. Since the start of the invasion, I've felt committed to help in every way I can, not only to help in the fight for their freedom, but to defend them on the cultural front. And this is why I took up my baton as my weapon to show Putin that you cannot silence Ukrainian culture and you cannot kill their soul, because their soul is their music. So, as a proud Canadian Ukrainian, I had this idea to start an orchestra that was the Ukrainian Freedom Orchestra. It's composed of members of orchestras all over Ukraine, as well as those in exile who have fled since the invasion, and Ukrainian musicians who are established in European orchestras. So we assembled in the summer of 2022 in Warsaw, had our first concert there, and then we went on an international tour to the world's most prestigious festivals in Europe and in America. And the tour was so successful, and we saw how much it galvanized audiences to support Ukraine and to show our solidarity in fighting for the freedom of their country and for the future of a free democratic world. Fantastic. Yeah, really great achievement. So, just one last question. How was the feeling in between you musicians? I can imagine it must have been a very strange situation to be working with great musicians. But it's also we're empowered by our desire to fight and fight in a way that provides hope and support for the Ukrainian people. Music speaks louder than anything else. It brings that energy into the room that makes us all harmonious. And so this is the best way to fight on the cultural front, and I continue to do so. I've been to Ukraine several times since the invasion, and I go next month as well on tour to show my solidarity and show that you cannot silence Ukraine and that his culture lives on. Fantastic. Thank you so much. Thank you. So, yeah, please. Das Ukrainian Freedom Orchestra ist also ein lebendiger Protest gegen die russische Invasion in der Ukraine und wir freuen uns sehr, dass wir ihre Stimmen heute Abend hier hören durften. Und nun bitte ich eine Kollegin auf die Bühne, die keiner großen Worte bedarf. Sie wird zwei Journalisten ehren, die durch ihre Berichterstattung des Grauen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine für uns alle in besonderer Weise begreifbar gemacht haben. Sie kennen sie selbstverständlich alle. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich die langjährige Präsidentin der Deutschen Filmakademie, die großartige, wunderbare Schauspielerin Iris Berben.
Was für ein trauriger Anlass und was für ein großartiger Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Das ist im Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht anders als bei anderen Konflikten. Denken wir nur an die oft absurden Fake News, mit denen Russlands Präsident Putin und seine Trolle die Welt permanent bombardieren. Denken wir daran, dass der Überfall auf die Ukraine in Russland noch immer zynisch als Spezialoperation bezeichnet wird. Umso wichtiger ist es für die Öffentlichkeit in unseren demokratischen Gesellschaften, dass es Journalistinnen und Journalisten gibt, die sich um realistische Berichterstattung bemühen, die Fakten recherchieren und sich nicht vom Propaganda gleich welcher Herkunft korrumpieren lassen. Sagen, was ist. Dieser auch heute noch gültige Auftrag an Journalistinnen und Journalisten, den Rudolf Augstein einst ebenso treffend wie knapp formuliert hat, er ist heute aktueller denn je. Egal ob in Printmedien, Radio, TV oder online, verantwortungsvoller Journalismus beweist sich vor allem dort, wo es schwierig und oft auch gefährlich ist, das zu recherchieren, was tatsächlich ist. Diese wichtige und verdienstvolle Arbeit zu würdigen, auch das ist ein Anliegen unserer heutigen Benefiz-Operngala Rebuild Ukraine. Stellvertretend für die vielen Reporterinnen und Reporter, die mit ihren Berichten, Reportagen, Hintergrundinformationen helfen, ein möglichst realistisches Bild des Geschehens in der Ukraine zu bekommen, wollen wir hier und heute über die Harald-Christ-Stiftung für Demokratie und Vielfalt zwei Journalisten auszeichnen und ihnen damit Dank und Anerkennung aussprechen. Katrin Eigendorf, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, und Paul Ronsheimer, Reporter und stellvertretender Chefredakteur bei Bild, beide mehrfach mit Journalistenpreisen ausgezeichnet. Katrin Eigendorfs Markenzeichen ist es nicht, über Krisengebiete zu berichten, sondern direkt aus Krisengebieten. Nach Stationen beim WDR, dem Pariser ARD-Studio und RTL arbeitete die studierte Historikerin aus Westfalen seit 1999 für das ZDF. Afghanistan, Bergkarabach, Georgien, Libanon, Irak. Kaum ein militärischer Konflikt der vergangenen Jahre, in denen Katrin Eigendorf nicht vor Ort war und vor allem Geschichten über die betroffenen Menschen, die Opfer und ihr Leid recherchiert hat. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 stand sie beinahe täglich vor der Kamera. Oft mit einem Schutzhelm und schusssicherer Weste, berichtete live aus Lviv, Kiew oder anderen Städten. Nicht selten untermalt von Alarmsirenen oder dem Donner explodierender Bomben und Raketen. Katrin Eigendorf hat uns dabei klargemacht, wie nah der Krieg an uns herangerückt ist. Und sie hat das Leid der Menschen in der Ukraine im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar gemacht. Renommierte Auszeichnungen wie der Hans-Joachim Friedrichs-Preis, der Grimme-Preis und der Deutsche Fernsehpreis belegen die herausragende Qualität ihrer Arbeit. Paul Ronsheimer war in den vergangenen 10 Jahren in fast allen Brennpunkten des internationalen Geschehens, begleitete syrische Flüchtlinge auf ihrem gefährlichen Weg über den Balkan nach Deutschland, verfolgte an der Seite der Opposition den blutigen Konflikt in Venezuela und berichtete immer wieder aus dem Irak und aus Afghanistan. Die Zeit bezeichnete ihn 2022 als einen der weltweit wichtigsten Kriegsreporter. Das Drama um die Ukraine covert Ronsheimer bereits seit den Maidan-Protesten 2014. Es gelang ihm, ein hochkarätiges Netzwerk im Land aufzubauen, zu dem auch
zahlreiche Gäste heute hier im Saal zählen. Damit gelingt es dem aus dem ostfriesischen Aurich stammenden Journalisten immer wieder, exklusive Informationen aus erster Hand in seine Berichterstattung einfließen zu lassen. Für seine Arbeit wurde Ronsheimer bisher mit dem Herbert-Quandt-Medienpreis und dem Axel-Springer-Preis ausgezeichnet. Gemeinsam mit Katrin Eigendorf erhielt Paul Ronsheimer im vergangenen Jahr die Auszeichnung Journalistin und Journalist des Jahres der Fachzeitschrift Medium Magazin. Es ist mir heute Abend wirklich eine ganz besondere Ehre, Sie, liebe Frau Eigendorf, und Sie, lieber Herr Ronsheimer, für diese mutige und engagierte Arbeit im Namen der Harald-Christ-Stiftung für Demokratie und Vielfalt zu würdigen. Als Dank und als Zeichen unserer Wertschätzung für Ihre Arbeit haben wir für Sie Fotos eines Berliner Fotografen ausgesucht, dessen Werke in ganz besonderer Weise, Art und Weise zum heutigen Abend passen. Matthias Müller, alias Mulinarius, färbt seine Motive seit Kriegsbeginn in den Farben der Ukraine, bis der Krieg vorbei ist, sagt er. Diese Fotos werden in limitierter Edition verkauft und die Erlöse gehen ebenfalls an die Hilfsorganisation We Are All Ukrainians, die Initiative von Dr. Wladimir Klitschko, die Hilfsprojekte in der Ukraine umsetzt und ukrainische Flüchtlinge in Deutschland unterstützt. Noch einmal herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihre unverzichtbare, wichtige, oft gefährliche und immer auch bedrückende und traurige Arbeit. Herr Ronsheimer, der heute sehr gerne bei uns gewesen wäre, um seine Auszeichnung persönlich entgegenzunehmen, ist leider verhindert. Das liegt an der aktuellen Situation im Nahen Osten. Er ist dort und kommt aktuell nicht weg. Aber vielleicht haben Sie, lieber Paul Ronsheimer, ja die Möglichkeit, diesen Abend per Livestream beizuwohnen. Ich freue mich daher sehr, dass Robert Schneider, Chefredakteur der Bild-Zeitung, heute in seinem Namen die Ehrung entgegennehmen wird. Herzlich willkommen, Katrin Eigendorf und Robert Schneider. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Iris Gwerben, für diese wunderbare Würdigung. Herzlichen Dank Ihnen allen. Es ist eine Zeit, in der gibt es wenig gute Nachrichten. Ich finde, dass wir hier alle heute Abend zusammengekommen sind, diese bunt gemischte Gesellschaft, diese wunderbaren Künstler, das ist eine gute Nachricht. Für mich ist das ein Zeichen, dass wir das Schöne gegen das Böse setzen können und dass das Schöne eine große Kraft besitzen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar, auch dass ich heute Abend hier dabei sein kann. Paul Ronsheimer und ich haben uns noch mal kurz gesprochen. Schade, dass er heute hier nicht dabei sein kann. Wir beide berichten seit 2014 aus der Ukraine und ich möchte noch mal daran erinnern, der Krieg hat 2014 schon angefangen. Und was wir in diesem Land erleben, das geht uns alle an.
Denn wenn das, was da passiert, und wir auch als Reporter, alle Reporter, glaube ich, das kann ich für uns, für alle Reporter, die berichten, stellvertretend, glaube ich, sagen, werden jedes Mal mit so grauenhaften Situationen, mit so grauenhaften Geschichten konfrontiert, dass man sich das eigentlich kaum vorstellen kann. Und jeder von Ihnen, die hier mal, und es gibt ja hier Menschen, die in die Ukraine gereist sind, vor Ort war, weiß, dass unsere Fernseh-, unsere Zeitungs-, unsere Radioberichte bei weitem nicht das Grauen schildern können, was die Menschen dort erleben. Umso wichtiger ist es, dass wir dem entgegentreten, nicht nur mit Waffenlieferungen, sondern indem wir das Schöne, das Humane, auch den Aufbau für die Ukraine dem entgegensetzen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Weltordnung und die Verfahren, die Wladimir Putin und Russland durchsetzen will, sich in der Welt verbreiten. In dieser Welt will keiner von uns leben, und deswegen finde ich es wichtig, dass wir auch heute hier dieses Zeichen setzen. Und danke für die Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch, liebe Katrin Eigendorf. Vielen Dank für die bewegende Rede, Iris Berben. Paul war heute Morgen um 3 schon am Flughafen, als er wieder kehrt machte, aus der Maschine stieg. Er hat sich sehr gefreut auf diesen Abend und berichtet, einige von Ihnen, die Bild oder Welt verfolgt haben heute, haben ihn gesehen im Fernsehen oder seine Berichte gelesen, exklusiver Natur, wie immer. Und er schrieb mir zwischendurch eine, ja, sehr schöne, wie ich finde, WhatsApp, und die möchte ich vorlesen, stellvertretend und im Namen von Paul. Ich möchte diesen Preis meinen ukrainischen Freunden und Reporterkollegen widmen, mit denen ich in den vergangenen 10 Jahren gelacht, geweint und mich vor diesem Krieg gefürchtet habe. Das letzte Mal, als Vadim, Georgios und ich diese Furcht gespürt haben, das war vor 2 Wochen in Charkiw, als Drohnen über unser Haus flogen und nur wenige hundert Meter entfernt einschlugen. 4 Menschen starben. Ich habe das direkt in meinem Podcast angesprochen, und ich merke immer an der Reaktion meiner Mutter, wenn die Atmosphäre in diesem Podcast und die Töne zu krass sind. Sie sagt, dass sie das dann ausschalten muss, weil sie so viel Angst hat, aber die Menschen in der Ukraine, sie können nicht ausschalten, denn jeden Tag ist ihr Leben bedroht, jeden Tag fliegen Drohnen, Raketen, Gleitbomben. Jeden Tag sterben Menschen. Meine Aufgabe und die meiner Kollegen ist, darüber zu berichten, nicht nachzulassen, immer wieder zu kommen, auch wenn es manchmal schwer ist. Mein allergrößter Respekt gilt meinen ukrainischen Kollegen, die anders als ich das Land nicht verlassen können und die kaum Möglichkeiten für andere Gedanken haben, weil der Krieg immer über allem schwebt. Ich bedanke mich für diese Anerkennung. Ich sehe es vor allem als Zeichen, dass Journalismus in der Ukraine um auf das aufmerksam zu machen, was dort täglich passiert, in Jahr 3 des Krieges wichtiger ist denn je. Und erlauben Sie mir, mich heute außerdem ganz persönlich bei jemandem zu bedanken, der im Himmel ist, mich aber immer beschützt, so fühle ich es jedenfalls. Genau heute, vor 5 Jahren, am 19. April 2019, starb mein Freund Karl Jakob Haupt. Er war und ist für mich immer ein Schutzengel. Herzlichen Dank und liebe Grüße von Paul. Ja, vielen Dank, Iris Berben, Katrin Eigendorf und Robert Schneider. Und jetzt darf ich Ihnen eine Künstlerin noch ein wenig näher bringen, deren wunderbare Stimme Sie heute Abend bereits hören durften. Ich bitte nochmal um einen besonderen Applaus für die ukrainische Mezzosopranistin Nicole Tschirka. Wir,
wir machen das jetzt so ähnlich wie vorhin bei Carolyn Wilson, weil Nicole besser Englisch versteht als Deutsch, mache ich diese kleine Laudatio, die ich auf Sie halten möchte, auf Englisch. Again and again, the world of classical music finds reason to celebrate outstanding musicians from Ukraine. And today, the Harald Christ Foundation would like to honor an exceptional Ukrainian musical talent, the young mezzo-soprano Nicole Chirka. As we've already heard tonight, ladies and gentlemen, Nicole Chirka captivates audiences with a particularly beautiful, slightly mysterious color of her voice and with her expressive performance. Before even finishing her studies in Kiev, Nicole Chirka was engaged into the young ensemble of the Semperoper in Dresden, and it was Eva Maria Wieser, the director of the Salzburg Festival's Young Singers Project, who first discovered her novel talent, and she emphasizes that in a very short time, Nicole Chirka has developed into one of the most interesting young singers. In addition to her current engagement as a permanent member of the Semper Opera Ensemble, she's already a regular guest at the Salzburg Festival. Next summer, she will appear there as Blanche in Prokofiev's opera, The Gambler. We offer our warm congratulations to Nicole Chirka for this honor here tonight, and we are convinced that she's at the beginning of a fantastic career. We wish her all the best and every success. Thank you so much. Thank you. I'm very flattered to hear all of these words. Thank you so much. And I'm very honored. I wanted to use this opportunity tonight to thank not only those who made this concert possible, but also each and everyone, also those who are watching us now, for still caring, believing, and helping Ukrainian people and my country. For me personally, to lose the place, safe place I call my home, was the worst experience in my life. So I want to say from the bottom of my heart, thank you for giving me and many other people hope and belief in change. Thank you so much. Thank you. Nicole Chirka hätte jetzt eigentlich fast noch auf der Bühne bleiben können, denn begrüßen Sie bitte mit mir noch einmal Nino Maciaice, Steven Costello, Nicole Chirka und Andriy Kümac, die uns nun wieder Verdi zu Gehör bringen werden mit einem Quartett aus der Oper Rigoletto. Viel Spaß. Thank you.
Bella figliorella amore,
So, wir kommen nun zu zwei weiteren Künstlerinnen, die Sie bisher noch nicht auf dieser Bühne erleben durften. Die dänisch-französische Opernsängerin Elsa Dreisig war Ensemblemitglied an der Staatsoper unter den Linden hier in Berlin und ist zurzeit an der Bayerischen Staatsoper engagiert. Und wir hören von ihr die Arie Si mi chiamano Mimi aus der Oper La Bohème von Giacomo Puccini. Und dann hören wir die ukrainische Sopranistin Olga Kulczynska, die an der Nationalen Musikakademie der Ukraine in Kiew ausgebildet wurde und die an der MET, an der Bayerischen Staatsoper und auch an vielen großen weiteren Opernhäusern sang. Und sie gibt die Arie der Anna aus der ukrainischen Oper Unspoken Happiness von Julii Mätus. Thank you.
saprei narrare. Sono la sua vicina che la vien fuori d'ora importunare. Thank you.
Vielen Dank, Olga Kulczynska. Können Sie noch? Wir verlassen jetzt den Realismus und verlieren uns wieder in der Welt der Fantasie und Mythologie. Und das folgende Stück von Jacques Offenbach, das kennen Sie alle. Das ist ein himmlisches Duett für zwei großartige Stimmen. Es ist nebenbei bemerkt auch eines meiner Lieblingsstücke heute Abend. Bitte begrüßen Sie erneut Elsa Dreisig und Nicole Tschirka. Sie singen die Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen. Thank you.
Vielen Dank, Samuel Marinho. Wir hörten von ihm die Arie Che farò senza Euridice aus der Oper Orpheus und Euridike. Ich finde, das klingt auf Italienisch irgendwie besser. Von Christoph Willibald Gluck. So, aber jetzt, wie könnte es anders sein? Ein solcher Abend ohne Mozart lässt sich irgendwie nicht denken. Und wir hören noch einmal den Ukrainian Freedom Chorus zusammen mit Elsa 30, Nicole Schirka, Mauro Peter, der auch zum ersten Mal auf diese Bühne kommt, und Andrei Kümatsch mit dem Agnus Dei aus Mozarts Krönungsmesse. Thank you.
So, wir sind ganz kurz vor dem großen Finale, aber wir haben noch eine Überraschung, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Und Herrn Christ wollte ich deswegen zu uns auf die Bühne bitten, denn wir beide, glaube ich, dürfen noch was mitteilen, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich glaube. Kommen Sie zu mir. Ich habe ein Mikro für Sie. Ich glaube, es gibt etwas, was zu groß ist, dass Sie es in der Hosentasche transportieren konnten, nämlich einen Scheck, glaube ich, mit einer vernünftigen Summe drauf, wenn ich das vorher richtig gesehen habe, den Sie heute Abend noch überreichen möchten. Richtig? Soll ich jetzt mehr verraten? Das können Sie sich aussuchen. Ja, ich finde, das ist ein Applaus wert. Bleibt mal hier. Der Scheck geht an jemanden sehr Besonderen, der jetzt im Moment hinter dieser Tür wartet. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Wladimir Klitschko. Klitschko, können Sie uns was sagen über die Ukraine im Moment, über den Zustand, wie es ist? Erstmal ein wunderschönen guten Abend. Es ist schön, dass so eine Gala ist, eine Widmung für das mutige ukrainische Volk. Ich bin stolz, ein Ukrainer zu sein. Ich bin stolz, ein Adoptivkind in diesem Land zu sein. Ich liebe Deutschland. Natürlich, wie geht es der Ukraine seit über 2 Jahren? Es herrscht Krieg. Stellen Sie sich vor, der Tod findet statt nicht so weit. Man denkt es irgendwo in den Nachrichten, Zeitungen, Zeitschriften, Radio. Das ist aber nicht bei mir zu Hause, wenn man in Deutschland ist. So denkt man wahrscheinlich. Aber die Distanz ist nur, wo der Tod stattfindet, wie von Hamburg bis München. Es ist nicht weit. Also wir sind gerade in Berlin, an der östlichen Seite Deutschlands und wirklich bis die ukrainische Grenze über Polen, es ist nicht weit. Wir haben nie gedacht, dass wir angegriffen werden. Wir haben nie gedacht, in der Ukraine genauso wie in Deutschland, dass in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg ein Krieg stattfinden kann. Wo wird sinnlos zerstört, ein Stadt nach dem anderen, so wie Avdiivka, Bachmut, Solidar, Mariupol. Man kann zählen und zählen große und kleine Städte, die einfach zerstört sind. Das Leben tagtäglich wird verloren in der Ukraine. Die Kinder, unsere Zukunft, es gibt keine fremden Kinder, Frau Springer weiß es, natürlich mit einem Herz für Kinder, vor allem nach so vielen Jahrzehnten mit wahnsinniger Leistung und Unterstützung der Ukraine. Die Kinder, hunderte von tausenden von Kindern sind deportiert worden. Seit 10 Jahren
herrscht der Krieg im Osten des Landes und auch mit der Annexion von Halbinsel Krim. Es ist eine unendliche Zählung von Taten, Vergewaltigungen, Morde, die stattgefunden hatten vor 10 Jahren und dauern immer noch mit einer intensiven Phase, wie gesagt, von über 2 Jahren. Es ist schwer, über den Krieg nachzudenken. Es ist schwer, im Krieg zu leben. Das können Sie sich vorstellen, es ist wahnsinnig schwer für uns Ukrainer, in der Ukraine, zu Hause, jede Nacht bombardiert zu sein. Jede Nacht seit über 2 Jahren bombardiert Putins Russland die Ukraine. Dabei wird Infrastruktur zerstört, wie gesagt, Städte zerstört, das Leben zerstört, die Mutter Natur zerstört. Man kann unendlich reden, wie geht es uns in der Ukraine. Uns geht es besser, wenn wir wissen, dass wir solche Partner wie Deutschland haben. Wenn wir wissen, dass unsere Partner uns liefern Patriots, IRST, Gepards, denn unseren Himmel über den Kopf schützen. Uns geht es besser, weil wir eine Hoffnung haben, dass das Böse bestraft wird. Klar, deutlich, weil hinter jedem Mord es gibt Vornamen und Nachnamen, der das gemacht hat. Vergewaltigung, Deportierung von Kindern. Und wir wissen, weil es ist immer so in der Geschichte der Menschheit gewesen, ein Krieg hat einen Anfang, das Durchbruch des Krieges gehabt hat, wo wir, glaube ich, in 2024 stehen. Natürlich, Deutschland kann nicht alles entscheiden in diesem Krieg. Es geht um die Partner. Wir hoffen auf die Erlösung von einem Riesenbudget für unsere Militär, was am diesem Wochenende dann in den Vereinigten Staaten entschieden wird. Ich hoffe positiv, weil nach dem Durchbruch des Krieges, das Ende des Krieges kommt viel schneller. Also ich hoffe, dass das Leiden schnell zu Ende kommt. Ich hoffe, dass der Frieden in der Ukraine schneller kommt. Hoffen wir hier alle. Aber wir tun auch hier wahnsinnig viel, weil ihr, jeder von euch, der heute Abend da ist, schaut nicht weg. Bleibt nicht inaktiv, sondern ihr habt genommen eine aktive Phase, dabei zu sein. Mit ihrer Präsenz, mit ihrer Zeit, mit ihrer Geld, mit ihrer Taten, die auch nicht nur einmal heute Abend passierten, sondern ich sehe schon die Gesichter und erkenne, ich kenne auch einige Leute hier, die tagtäglich stehen, Schulter an Schulter mit uns Ukrainern gegen den Bösen, gegen den Aggressor, gegen Ungerechtigkeit. Und wir stehen zusammen. Und ich bin festens davon überzeugt, dass Justice wird stattfinden. Dass Putin, derjenige, der diesen Krieg angefangen hat, am Ende im Haag sitzt. Dass jeder, der mitgespielt hat, wird auch dafür bestraft. Und das wird das beste Beispiel für die weitere Generation und alle möglichen Menschen, die kein Gehirn mehr haben oder haben noch was, um zu denken, dass die Konsequenzen nach den bösen Taten werden auch sie erwischen. Es ist ganz wichtig, auch für die Zukunft der Menschheit, dass dieser Krieg in Europa leider nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Ende kommt.
Und wie gesagt, die Konsequenzen, die harten Konsequenzen stattfinden werden. Ich kann natürlich unendlich nochmal reden, wie kompliziert, wie schrecklich ein Krieg ist. Aber trotz allem, wir hören nicht auf, positiv zu denken, weil positiv denken ist wahnsinnig wichtig. Gemeinsam können wir viel schaffen, gemeinsam können wir viel Positives schaffen. Gemeinsam, auch heute Abend, werden wir wahnsinnig viel Schicksal der Menschen in der Ukraine, genauso wie in Europa und in diesem Land, enden zum Guten. Danke für eure aktive Positionierung, dass ihr uns in der Ukraine unterstützt, weil wir verteidigen auch euer Recht, in der Demokratie zu leben. Da muss man auch sagen, manchmal denke ich, dass wir Ukraine fragen wahnsinnig viel nach, um die Unterstützung mit einer versteckten Hand. Ja, das tun wir. Und wir warnen, wenn wir fallen, werden wir nicht die Letzte sein. Wir möchten die Ersten und die letzte Nation sein, die in diesem Krieg steht. Und dafür müssen wir gemeinsam, wie gesagt, Schulter an Schulter stehen. Und das werden wir schaffen. Ich bin festens davon überzeugt. Das Durchbruch des Krieges wird in 2024 stattfinden. Und dafür müssen wir noch einiges tun. Einiges. Danke für eure Unterstützung. Ich möchte noch sagen, danke, Frieder Springer. Danke, Boris Pistorius. Danke an jeden Politiker, auch der in Deutschland, diesem Lande, auch das Volk repräsentiert. Auch offen und ehrlich, auch mit den Entscheidungen gegen diesen aggressiven Krieg steht. Nicht nur mit Äußerung, sondern auch mit Taten. Danke für eure Unterstützung. Gemeinsam werden wir es schaffen. Gemeinsam werden wir es gewinnen. Vielen, vielen Dank. Ohne Harald Christ hätte dieser Abend nicht stattgefunden. Ohne Schwarzgruppe, die uns in der Ukraine wahnsinnig unterstützt, wäre uns schlechter gehen. Ich kann einige vergessen, um Danke zu sagen, bitte um Verzeihung. Nächstes Mal, wenn der Krieg zu Ende ist, mache ich eine Liste. Und dann nehme ich mir Zeit, jeden auf die Liste zu erwähnen und zu bedanken. Dankeschön. Wir stehen zusammen, nicht allein. Danke. Ja, vielen Dank für den Applaus. Das ist der Applaus für die Ukraine. Das ist der Applaus für euch. Vielen, vielen Dank. Ich möchte noch einen Satz sagen zur Spende. Das ist ja ein runder Betrag, wie Sie sehen.
Das ist aber nicht alles, weil wir wissen ja noch gar nicht, wenn wir am Ende abrechnen, was so noch darüber hinaus übrig bleibt. Wir haben aber gedacht, wir wollen heute nicht mit leeren Händen hier stehen und haben diesen runden Betrag für deine, eure Stiftung schon mal zur Verfügung gestellt. Aber das ist der Verdienst von vielen Spenderinnen und Spendern, auch einem großen Spender, der da ordentlich dazu beigetragen hat. Ich will jetzt nicht einzelne Namen nennen, sonst müsste ich die Namen alle aufzählen. Diejenigen, die etwas gegeben haben, die wissen das. Aber wir sammeln weiter. Jeder Euro hilft. Und wir werden schon bald diesen Betrag erhöhen, wenn wir dann wissen, wie groß der Betrag ist, den wir heute wirklich für Projekte ausgeben dürfen. Der Schwerpunkt ist bei euch. Wir werden sicherlich auch noch ein, zwei weitere Projekte unterstützen. Aber dieser Betrag ist schon mal garantiert bei eurer Stiftung. Vielen, vielen Dank. Matthias Döpfner, danke. Frau Strack-Zimmermann, vielen Dank. Also ich mache so langsam einmal dem anderen, wenn ich sehe, danke, danke, danke. Wir haben uns schon mal öfter getroffen in diese Kriegszeiten und wir werden uns noch mal treffen und hoffentlich auch nach dem Krieg. So, nach der wirklich bewegenden Rede von Wladimir Klitschko gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer hören Sie das Deutsche Symphonieorchester unter der Leitung von Carolyn Wilson zusammen mit dem Ukrainian Freedom Chorus und allen Sängerinnen und Sängern, die wir heute Abend hier auf der Bühne gehabt haben, zumindest denen die Ukraine sprechen. Sie werden mitsingen. Und hören Sie die Nationalhymne der Ukraine. Shene Mela Ukraina.
Herren. Thank you.